Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tillan, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir über ein Event bekommen können. Und zwar haben wir hier einmal den feurigen Pegasus. Der ein oder andere wird das Model wahrscheinlich schon kennen. Und zwar geben wir jetzt hier mal Pegasus ein. Wir hatten dieselbe Mount quasi schon mal in der blauen Version. Das gab es vor ein paar Jahren ebenfalls über Hearthstones. Und jetzt beim Jubiläum von Hearthstone, beim 10. gibt es das Ding auch nochmal in Rot. Und zwar haben wir ja aktuell das Event, 10. Jubiläum von Hearthstone. Das geht vom 11. bis zum 18. Und ich vermute, dass man es nur da erspielen kann. Vielleicht geht es danach auch noch. Muss man mal abwarten. Aber ich würde euch empfehlen, das jetzt zu machen. Sicher ist sicher. Ich habe das Mount schon mal vorgestellt in meiner Komplettübersicht zu dem Event, wo ich quasi alle Belohnungen gezeigt habe. Sprich, falls ihr euch für die anderen Belohnungen auch interessiert, schaut da gerne mal rein. Was müssen wir für das Mount machen? Naja, in dem Achievement bzw. in der Heldentat steht dazu nicht sonderlich viel drin. Aber was halt soweit klar ist, wir müssen einmal in Hearthstones einloggen. Zumindest steht das soweit auf WoW Head. Bei mir hat das tatsächlich nicht geklappt und ich zeige euch mal, was ich gemacht habe, dass ich quasi das Mount gekriegt habe. Also wir drücken jetzt mal hier, ne, Spiel starten bei Hearthstone und loggen uns da einmal ein. Hier oben habt ihr übrigens das Hearthstone-Symbol. Sind etwa 10 GB. Wenn ihr wie ich das Ding vorher nie runtergeladen habt, dann ja, braucht ihr vielleicht ein paar Minuten, die 10 GB runterzuladen und dann klicken wir uns ein bisschen durch. Ich muss persönlich sagen, ich finde es ein bisschen überladen am Anfang, wenn du das Spiel nie gespielt hast, ploppen 10.000 Sachen auf und schwierig. Also, ich habe gelesen, dass bei manchen es geklappt hat, dass sie einfach nur quasi ins Spiel eingeloggt sind, quasi wieder raus aus Hearthstone und WoW ausgeloggt, wieder eingeloggt und hatten ihr Mount. Hat bei mir nicht geklappt. Ich habe das jetzt so gemacht, was mir ein Kollege geraten hat. Und zwar habe ich das Intro-Szenario gespielt und dann hat es bei mir funktioniert. Und zwar habe ich hier auf Modi geklickt. Dann haben wir hier das geklickt. Das ist der Söldner-Modus. Dann wählen. Dann habe ich hier oben diesen Gaul angeklickt. Und wenn ich den Gaul anklicke, dann komme ich hier direkt in das Game. Aber ihr müsst halt vorher, da konnte man oben Brachland auswählen und da müsst ihr auf Brachland klicken. Dann gab es, glaube ich, rechts unten auswählen, dass ihr mit dem Team starten wollt und dann startet er rein und kommt dort raus, wo ich jetzt bin. Ne? Da müsst ihr nämlich hier dann 1, 2, 3, 4 Kämpfe machen, ne? Egal welche Route ihr wählt, haut am Ende den Boss um. Und sobald ihr den Boss umgehauen habt, könnt ihr auf das Brett klicken und dann könnt ihr, glaube ich, hier das erste quasi freischalten. Also könnt ihr wieder einklicken und dann müsst ihr auf diesen Tisch klicken und ein Gebäude bauen. Und zwar das Lagerfeuer. Ja, und wenn ihr das Lagerfeuer gebaut habt, ah ne, nicht das Lagerfeuer, sondern hier diesen Wagen müssen wir bauen. Was war denn das? Das war, halt, stopp, nicht das Lagerfeuer, sondern das war irgendwie dieser Wagen. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie der heißt. Händlerwagen, genau, sorry, ich habe es euch das Falsche gesagt. Den Händlerwagen müsst ihr bauen. Und danach habe ich quasi aus Hearthstone ausgeloggt, wieder eingeloggt, nochmal ausgeloggt, WoW ausgeloggt, eingeloggt und dann hatte ich meinen Mount. Ich kann euch nicht hundertprozentig sagen, dass das unbedingt die Lösung war, ne? Aber so hat es bei mir zumindest funktioniert. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es bei euch ausgereicht hat, einfach nur in das Spiel einzuloggen und auszuloggen. Ob ihr es so gekriegt habt, sonst anscheinend ein paar auf WoW Head bekommen. Oder ob ihr es durch Spirenzchen, wie ich, machen musstet und dieses quasi Intro-Szenario spielen musstet. Genau, das war es eigentlich soweit. Und mehr muss man nicht machen. Wenn man weiß, was man klicken muss, dann geht es relativ schnell. Sind keine 10 Minuten, dann seid ihr da durch. Und ja, damit sind wir durch. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Vielleicht hilft es auch ein paar anderen Leuten. Es scheint auch aktuell ein bisschen rumzubacken tatsächlich. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tillan, bis dahin. Ciao.